Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Heute auch wieder voraussichtlich, also momentan ist es wieder offen, die Facebook-Leserinnen und Leser und Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn ja, ich habe so bis gegen 2:30 Uhr ungefähr noch immer wieder mal geschaut, ob es frei oder wieder der Widerspruch angenommen worden ist. Bis dahin war es noch nicht passiert, als ich dann heute Morgen so gegen 10 aufgestanden bin und habe dann gleich mal nachgeschaut, oben reingeklickt in das Feld, da stand auf einmal nicht mehr da, sie sind 5 Tage gesperrt, sondern ich konnte wieder, da habe ich jetzt noch schnell das Video hochgeladen von gestern, damit wieder die Chronologie stimmt. Das kann man sich also heute bei Facebook noch anschauen. Ja. Weil es heute in die Biografien geht, aus der Zeit von 1933 bis 1945, die immer etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil dort die Seiten wirklich vollgeschrieben sind und nicht durch Bilder viel Text wegfällt, mache ich heute gar nicht lange. Was das Politische betrifft, habe ich ja schon jetzt das, was bis Samstag passiert ist, bis Sonntag passiert ist, schon kommentiert und gepostet. Muss ich nicht nochmal zusätzlich machen. Und deswegen legen wir gleich los. Für alle diejenigen, die noch nicht wissen, was ist, also nach jedem Band gibt es dann immer noch Biografien der Persönlichkeiten in dieser Zeit, die dieser Band behandelt. Ich lese es kurz vor. In den Kurzbiografien werden die grundlegenden Lebensdaten und die Bedeutung derjenigen Persönlichkeiten dieses Bandes nachgezeichnet, die den Verlauf der Geschichte wesentlich beeinflusst haben. Und das war in diesem Fall der Band 16, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 1933 bis 1945 vom Chronik Verlag. Ich muss mal schauen, ob ich richtig bin. Ich glaube, Chronik Verlag heißt da auch richtig. Ja, steht hier unten drunter. Chronik Verlag. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Empfehlenswerter Geschichtsband. Ist zwar nicht ganz frei von, ja, wie soll ich sagen, ideologischen geprägten Deutungen teilweise, aber ist noch relativ neutral gehalten und einfach, man erfährt von Jahr zu Jahr die Fakten über die Weltgeschichte und kann sich selber dann aufgrund dieser Fakten eine logische Kette bilden, warum was wie passiert ist, ne? Ja, da fangen wir mal heute an mit Ion Antonescu. Rumänischer Marschall und Staatsoberhaupt, in Klammern 1940 bis 1944, Klammer zu, geboren am 14. Juni 1882 in Pitești, gestorben am 1. Juni 1946 in Bukarest. Seit 1933 Chef des Generalstabs und seit 1937 Verteidigungsminister, ging Antonescu gegen den Willen König Karls II. Ein Zweckbündnis mit der faschistischen Eisernen Garde ein. Nach der sowjetischen Besetzung Bessarabiens und der Nordbukowina sowie dem zweiten Wiener Schiedsspruch zugunsten Ungarns, in Klammern Gebietsabtretungen in Siebenbürgen, Klammer zu, ernannte der König ihn jedoch zum Staats- und Regierungschef. 1941 bis 1944 führte Antonescu an der Seite Hitlers Krieg gegen die UdSSR. Am 23. August 1944 wurde er vom neuen König Michael gestürzt, von einem Volkstribunal verurteilt und als Kriegsverbrecher hingerichtet. Und da haben wir hier ein Bild von diesem Herrn Ion Antonescu. Tja, wo Rumänien heute steht, wissen wir. Und das Dumme ist nur, die Leute, die wir damals bekämpft haben, die kommen jetzt massenweise nach Deutschland. Wir können haben von diesen sogenannten rumänischen Einbrechern, Gewalttätern, Dieben etc. lesen. Ja, das sind die importierten Fachkräfte von Frau Merkel und Co. Ne? Wie gesagt, das ist fast jeden Tag kann man mindestens eine Meldung und wenn nicht noch mehr finden mit sogenannten angeblichen rumänischen Kriminellen. Ne?
Aber ihr wisst selber, ihr Rumänen, was das für Kriminelle in der Regel sind. Nicht alle, sind sicherlich auch mal echte Rumänen dabei. Die sind ja nicht auch nicht, es gibt in jedem Volk Verbrecher. Aber die gehören zu einer gewissen Minderheit, die besonders schützenswert ist. Weiter geht's mit Pietro Badoglio, italienischer Marschall und Ministerpräsident. In Klammer 1943-44, Klammer zu. Geboren am 28. September 1871 in Grazzano, gestorben am 1. November 1956 ebenfalls in Grazzano. Badoglio brachte den italienischen Feldzug gegen Äthiopien 1935-36 zu einem erfolgreichen Abschluss, war anschließend Vizekönig von Italienisch-Ostafrika und 1939-40 Chef des Generalstabs. Für das Scheitern des Feldzuges gegen Griechenland von Mussolini verantwortlich gemacht, nahm er 1940 seinen Abschied. Nach dem Sturz des Duce im Juli 1943 wurde Badoglio von König Viktor Emanuel III. Zum Ministerpräsidenten ernannt und schloss im September 1943 den Waffenstillstand mit den Alliierten. Nach der Befreiung Roms durch italienische Partisanen trat er am 9. Juni 1944 zurück. Und was hier interessant ist, Bild kommt gleich noch, muss ich ja da denken, dass ich eigentlich wieder vergesse, wie wir hier lesen, nicht wir haben Griechenland als erste Besetzung, es waren die Italiener. Wir sind nur, weil wir ja nun mal Bündnispartner waren, den Italienern zu Hilfe geeilt. Heute sollen wir aber die einzigen Schuldigen in Griechenland sein für alles Mögliche, was da passiert ist. So wird die Geschichte heute vermittelt und immer wieder gekäut, damit die heutigen Generationen nur noch das glauben, was die angeblichen seriösen Politiker und Medien verbreiten, wenn sie wieder mal selber in der Bredouille sind, um von ihren volksfeindlichen politischen Handeln abzulenken. Das kommt nämlich dann meistens in solchen Phasen wie zum Beispiel jetzt, wo ein Herr Tsipras gegen jede griechische Nation, gegen eine Mehrheit der Griechen einfach mal seine Umbenennung Mazedoniens in Nordmazedonien, die Anerkennung dafür im griechischen Parlament durchsetzen wollte, um gemeinsam mit diesen Halunken aus Brüssel das griechische Volk auszunehmen. Und mit was ist dieser Mann angetreten damals? Wie hat er euch verarscht? Ne? Er macht die ganze selbe Scheiße wie diejenigen, die ihr damals abgewählt habt. Der einzige, ich glaube, Varoufakis hieß, ich bin mir ganz sicher, der einzige anständige Kerl war dieser Finanzminister. Der wollte wirklich etwas fürs griechische Volk tun und nicht nur bolschewistisches Gedankengut in Griechenland durchsetzen mit Hilfe der Zionisten aus Brüssel. Ne? Hier haben wir das Bild noch. Pietro Badoglio. Also bitte schön, liebe Griechen. Dieser Mann hat Griechenland angegriffen und besetzt und nicht wir. Wir sind nur unseren Bündnisverpflichtungen nachgekommen, die nun mal damals so bestanden haben. Weiter geht's mit Ludwig Beck, deutscher Offizier und Widerstandskämpfer. Geboren am 29. Juni 1880 in Biebrich, in Klammern heute zu Wiesbaden, Klammer zu. Gestorben am 20. Juli 1944 in Berlin. An traditionellen Hegemonialvorstellungen orientiert, befürwortete Beck von 1935 bis 1938 Chef des Generalstabs des Heeres eine militärisch fundierte deutsche Großmachtpolitik. 1938 wandte er sich jedoch gegen Hitlers riskante, aggressive Kriegspolitik und trat von seiner Position zurück. Seitdem war Beck eine der Zentralfiguren der nationalkonservativen Widerstandsbewegung. Am Tag des gescheiterten Hitler-Attentats durch Stauffenberg, dem 20. Juli 1944, wurde er nach einem missglückten Selbstmordversuch erschossen. Bild ist nicht drin. Ist auch von solchen Leuten nicht vonnöten. Weiter geht's mit Ingrid Bergmann, Schauspielerin
schwedische Filmschauspielerin. Geboren am 29. August 1915 in Stockholm, gestorben am 29. August 1982 in London. Zu den bekanntesten Filmen der Bergmann, die die Filmzuschauer durch ihr intelligentes Spiel beeindruckte, zählen Casablanca 1952, ein schöner Propagandastreifen gegen Deutschland, Wenn die Stunde schlägt, 1943, Das Haus der Lady Elquist 1944, Stromboli 1949, Anastasia 1956, Lieben Sie Brahms 1960, Die Kaktusblüte 1969, Mord im Orient Express 1975, Herbstsonate 1978 sowie die Hitchcock-Streifen Ich kämpfe um dich 1945 und berüchtigt 1946. In Hollywood wird die Schauspielerin, die als natürliche Schönheit die sechs Göttinnen des US-Kinos ablöste, zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet. Da haben wir die Dame. Dem der Herr Humphrey, der Humphrey Bogart zum Schluss dieses Casablanca-Filmes sagte, schau mir in die Augen, Kleines. Na? Ja, danach ging auch, wie wir ja sehen, die Karriere los. Sie hat sich gut in dem Film für die Hetze gegen Deutschland und die Deutschen instrumentalisieren lassen. Weiter geht's, nichts dagegen, sie ist auch eine gute Schauspielerin gewesen, aber das hat sicherlich geholfen. Weiter geht's mit Léon Blum, französischer Ministerpräsident, in Klammer 1936 und 37, dann mit Unterbrechung wieder 1938 und 1946, 47, Klammer zu. Geboren am 9. April 1872 in Paris, gestorben am 30. März 1950 in Jouy-en-Josas. Blüm stammte aus dem jüdischen Bürgertum und wurde 1936, 37 und 1938 Ministerpräsident der Volksfrontregierung. Erfolgreich mit seinen Sozialreformen, in Klammern 40-Stunden-Woche, bezahlter Urlaub, kollektive Arbeitsverträge, Klammer zu, konnte er sich jedoch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht durchsetzen. Durch starke Kräfte von rechts war Blüm auch außenpolitisch gelähmt, sodass er sich im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1938 passiv verhielt und die Kommunisten die Koalition verließen. Sein Nachfolger wurde Daladier. 1940 wurde Blum von der Vichy-Regierung verhaftet und 1943 bis 1945 in deutschen KZs interniert. 1946-47 war er erneut Ministerpräsident. Ja, wir sehen also, auch da stimmt die Richtung wieder. Ne? Weiter geht's. Bertolt Brecht. In Klammern eigentlich Eugen Bertolt Friedrich Brecht, Klammer zu. Deutscher Dichter und Dramatiker. Geboren am 10. Februar 1898 in Augsburg, gestorben am 14. August 1956 in Ost-Berlin. Bedeutendster deutscher Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Brecht zeigte sich in den 1920er Jahren mit seinen sogenannten Lehrstücken als marxistischer Gesellschaftskritiker. Mit dem von ihm entwickelten epischen Theater wollte er die Sehgewohnheiten des bürgerlichen Publikums verändern und gesellschaftliche Einsichten vermitteln. 1933 floh er vor den Nationalsozialisten aus Deutschland, lebte in verschiedenen Ländern in Europa und emigrierte 1941 in die USA. Zurückgekehrt gründete er 1949 in Ost-Berlin das Berliner Ensemble im Theater am Schiffbauerdamm. Zu den bedeutendsten seiner über 30 Theaterstücke zählen die Dreigroschenoper 1928, Mutter Courage und ihre Kinder 1941 und Leben des Galilei 1943. Brecht trat auch als Lyriker in Klammern Hauspostille 1927,
Bukur und Bukur Elegien 1953, Klammer zu, und mit Prosaarbeiten hervor. Tja, er war halt ein eingefleischter Kommunist und ich gehe mal von aus, wenn man einen Herrn Brecht nicht aus der kulturschaffenden Szene Deutschlands entfernt hätte zu dieser Zeit, da ist er eigentlich selber geflohen, haben wir ja gar nicht getan, aber wäre wahrscheinlich passiert. Da wissen wir, was für Hetze gegen Deutschland und die Deutschen von Herrn Brecht gekommen wäre in dieser Zeit. Erleben wir ja gerade wieder in Dresden, ich habe das gestern gesehen, wieder so eine in Kultur verpackte Hetze gegen der AfD, mit irgendwie das blaue Wunder, wo sie wieder den Namen dieses Bauwerkes, dieses Meisterwerkes der Baukunst in Dresden oder missbrauchen, um noch mehr Publikum anzuziehen. Ich habe da Stücke, Ausschnitte im Thüringen-Journal gesehen. Es ist nur ekelhaft, was heute angebliche Künstler aus der Kunst machen. Das ist reinste Politpropaganda vom Feinsten. Da steht ja nichts denen nach, die ihr so verteufelt zwischen 1933 und 1945. Ja. Weiter geht's mit Wilhelm Canaris, deutscher Geheimdienstchef und Widerstandskämpfer. Geboren am 1. Januar 1887, schau an, hätte fast mit mir Geburtstag gehabt, in Adlerbeck, in Klammern heute zu Dortmund, Klammer zu, gestorben am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg. Nach langjähriger Marinelaufbahn wurde Canaris 1935 als Konteradmiral Chef der Abwehrabteilung im Reichskriegsministerium. Seit 1938 des Amtes Ausland-Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht. Nationalkonservativ orientiert, sympathisierte er zunächst mit dem Nationalsozialismus, wandelte sich dann jedoch heimlich zu einem entschiedenen Gegner der Politik. Nur überall solche Maulwürfe drin gewesen. Ne? Hitlers und kontaktierte seit 1938 den militärischen Widerstand um Ludwig Beck. Canaris unterstützte in einem komplizierten Doppelspiel mit seinen weit verzweigten konspirativen Verbindungen den Widerstand und rettete politisch Verfolgte, also praktisch unsere Kriegsgegner und Feinde. An konkreten Putschplänen beteiligte er sich nicht. Ein Attentat auf Hitler lehnte er ab. Canaris wurde im Februar 1944 aus seinem Amt entlassen, nach dem gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 verhaftet und ins KZ Flossenbürg eingeliefert. Kurz vor dessen Befreiung durch US-amerikanische Soldaten 1945 wurde er nach einem SS-Standgerichtsverfahren mit anderen Widerstandskämpfern hingerichtet. War kein Widerstandskämpfer, hat Deutschland verraten. So. Möchte mal sehen, wenn so ein Typ heute in der USA entlarvt wird, oder haben wir ja ab und an, ne? Die genau, wenn es geht, unter Umständen lebenslänglich in Knast, wenn sie für einen Feind spioniert haben und denen gerade in Kriegszeiten Geheimnisse verraten haben. Da kommt ja noch die Kriegsgerichtsbarkeit hinzu, die in der Regel immer härter ist als in Friedenszeiten. Und hier haben wir diesen Herrn Wilhelm Canaris. Man sieht schon, guckt schon so richtig teuflisch daher. Da sieht man schon das Teuflische im Gesicht geschrieben. Erinnert mich an Herrn Schäuble heute. Irgendeine Ähnlichkeit ist da. Weiter geht's. Hatte ich euch den Brecht gezeigt? Moment, hole ich noch nach, falls ich es vergessen habe. Bertolt Brecht, der ist gleich unten drunter. Da ist er. Glaube, den hatte ich vergessen. Die Ingrid Bergmann hatte ich euch gezeigt. Ja, bin mir sicher. Weiter geht's, muss ich gucken. Haben wir alle Antonescu, Badaglio, Beck, Bergmann, Blum, Brecht und Canaris. Können wir weiter blättern. Als nächstes dann Arthur Endpoint Chamberlain, britischer Premierminister, in Klammern 1937 bis 1940, Klammer zu. Geboren am 18. März 1869 in Edgbaston, in Klammern heute zu Birmingham, Klammer zu.
gestorben am 9. November 1940 in Hackfield. Der Führer der Konservativen übernahm 1937 das Amt des Ministerpräsidenten und versuchte der expansiven Außenpolitik Hitlers mit einer Politik des Appeasement, zu Deutsch Beschwichtigung, Klammer zu begegnen. In der Studentenkrise von 1938 wollte Chamberlain durch Zugeständnisse bei den Verhandlungen den Frieden Europas retten. Zugleich ordnete er aber die militärische Aufrüstung an. Seine Hoffnung auf Frieden in unseren Tagen scheiterte jedoch am aggressiven Vorgehen Hitlers gegen die Tschechoslowakei im Frühjahr 1939. Chamberlain gab daraufhin seine Appeasement-Politik auf und gab zusammen mit Daladier eine Garantieerklärung für Polen ab. Wegen militärischer Fehlschläge zu Beginn des Zweiten Weltkrieges musste er im Mai 1940 zurücktreten. So. Diese sogenannte Appeasement-Politik, wir haben ja diese Zeit genau durchlebt und haben jeden einzelnen Fakt kennengelernt in den letzten, ich weiß nicht mehr, 50 oder 60 Geschichtsstunden, die diese Zeit umfasste. War auch nur eine angebliche Beschwichtigungspolitik. Im Hintergrund hat der Herr Chamberlain, wie wir es ja hier in diesem Polen-Vertrag sehen, schon die Fäden gezogen, um uns in den Krieg zu ziehen. Wurde mal alles schön verkauft als Appeasement-Politik und dass die Briten den Frieden wollten. Nein, die haben erstmal schön in Ruhe ihren Krieg gegen Deutschland vorbereitet, der von Anfang an geplant war, egal was der Herr Chamberlain angeblich für eine Appeasement-Politik gemacht hat. Das war nur eine Schaupolitik für die Leute nach draußen. In Wirklichkeit im Hintergrund wurden schon ganz andere Fäden gezogen. Ne? War mal das Bild. Damals Arthur N. Point Chamberlain. Da ist der Herr. Der Täuscher der Zeit. Damit er wieder als Friedensbewahrer in die Geschichte eingeht. In Wirklichkeit, wie gesagt, wurden durch einige Fakten, die wir kennengelernt haben, schon die Fäden gezogen, um Deutschland in den Krieg zu ziehen. Und weiter geht's mit Agatha Christie, in Klammern eigentlich Agatha Mary Clarissa Miller, Klammer zu. Englische Schriftstellerin, geboren am 15. September 1890 in Torquay, in Klammern heute zu Torbay, Klammer zu, gestorben am 12. Januar 1976 in Wallingford. Die Geschichten der erfolgreichen Kriminalschriftstellerin reflektieren den Lebensstil der britischen Mittelschicht. Aufgeklärt werden die Fälle in ihren Romanen häufig durch die ältliche Amateurdetektivin Jane Marple oder den schrulligen belgischen Detektiv Hercule Poirot. Zu Christies großen Erfolgen gehören unter anderem Mord im Orient Express 1934 und Tod auf dem Nil 1937. Ich hatte euch immer ganz gerne geguckt, Miss Marple, ne? Wo ich noch Stift war, wenn ich bei der Oma hinten war, die so ein bisschen da Miss Marple ähnlich, meine Oma Frieda. Das ist immer lustig. Kommt leider sowas nicht mehr, passt nicht in die politische, ist keine politische Botschaft drin, wo wieder Propaganda betrieben werden, ganz einfach eine lustige und schöne Unterhaltung, auch wenn sie teilweise gerade noch in Schwarz-Weiß war oder komplett in Schwarz-Weiß. Hier haben wir die Dame, die das geschaffen hat, Agatha Christie mit dem Herrn Mr. Stringer, da immer in die gefährlichen Situationen gekommen ist, damit Miss Marple ermitteln konnte. Und der Polizei immer Schritt voraus war. Weiter geht's mit Sir Winston L. Point S. Point Churchill. Da haben wir jetzt diesen Hussard der Deutschen, der schlimmste Hussard, der schlimmste britische Hussard aller Deutschen, den es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Britischer Premierminister in Klammern 1940 bis 1945 und dann noch einmal 1951 bis 1955, Klammer zu. Und Schriftsteller. Gestorben am 30. November 1874, Blenheim Palace. Entschuldigung, bin ich falsch? Bin ich falsch?
Bin ich falsch? Nee, nee, warte mal, halt, hier stimmt was nicht. Genau, hier haben sie Fehler gemacht. Also geboren ist er am 30. November 1874 in Blenheim Palace. Ich habe mich schon gewundert, weil das Sterbezeichen aus Versehen dort davor war. Gestorben am 24. Januar 1965 in London. Oh, gerade noch rechtzeitig, bevor ich geboren bin. Churchill begann seine politische Laufbahn als konservativer Abgeordneter, wechselte jedoch 1904 zu den Liberalen. Mit 33 Jahren wurde er Handelsminister, kurz darauf in Klammer 1910, Klammer zu, Innenminister. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges stand er als erster Lord der Admiralität auf entscheidenden Posten, musste aber 1915 zurücktreten. 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde er abermals erster Lord der Admiralität. Als Premierminister, in Klammern ab 1940, Klammer zu, war er dem nationalsozialistischen Deutschland ein kompromissloser Gegner. 1942 trat er dem Bündnis von US-Präsident Roosevelt, unserem Freund von den Freimaurern, mit dem sowjetischen Staatschef Stalin bei. Die Ausweitung des sowjetischen Machtbereichs in Europa konnte Churchill nicht verhindern. Als seine konservative Partei 1945 die Unterhauswahl verlor, musste er zurücktreten. 1951 bis 1955 war er erneut Premierminister. 1953 erhielt Churchill den Nobelpreis für Literatur. Ja, guter Schauspieler oder kreativer Mensch war er schon in seiner Hetze, in seinen Reden. Und hier haben wir das Bild dieses ausgemachten deutschen Hassers. Sir Winston L. Point S. Point Churchill. Er sah noch etwas weniger füllig aus, ne? Bevor sich auf Kosten der Briten fett gefressen hat. Ne? Die dann das Großbritannien durch Herrn Churchill bekommen haben, was sie heute haben. Indem der Brite nur noch der Deckarsch ist. Ja. Weiter geht's mit Édouard Daladier, französischer Ministerpräsident in Klammer 1933/34 und dann noch einmal von 1938 bis 1940, Klammer zu. Geboren am 18. Juni 1884 in Carpentras, gestorben am 10. Oktober 1870 in Paris. Seit 1924 bekleidete der Radikalsozialist, aha, da geht das, das ist radikal gut, wenn Sozialist ist, Daladier Ministerposten verschiedener Ressorts. In seiner zweiten Amtszeit als Ministerpräsident unterzeichnete er 1938 das Münchner Abkommen, um das Verhältnis zum nationalsozialistischen Deutschland zu entspannen. Nach dem deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei 1939 gab Daladier jedoch mit Chamberlain eine Garantieerklärung für Polen ab. Ne? War alles schön vorbereitet. Wir brauchten irgendeinen Grund, um dann den Krieg zu erklären. Von der Vichy-Regierung 1940 verhaftet, wurde er an Deutschland ausgeliefert und interniert. Nach dem Weltkrieg war Daladier wieder als Politiker tätig. Und da haben wir auch ein Bild. Ja, Édouard Daladier. Da ist der Herr. Der Radikalsozialist. Ja, Juden, Radikalsozialisten, das waren die damaligen Größen der französischen Politik. Na, in dem Fall können wir von ausgehen, dass dieser Herr, wie hieße, kurz zurückblättern, muss man nicht einen falschen Namen sagen, dieser Herr Blüm, auch den zionistischen Kreisen angehörte dieses Volkes. Weiter geht's mit Salvador Dalí, spanischer Bildhauer, Grafiker und Maler. Geboren am 11. Mai 1904 in Figueres, gestorben am 23. Januar 1989 ebenfalls in Figueres. Bedeutendster Vertreter des Surrealismus. Seine visionären Themen verdichtete Dalí vor allem in den Bildern der 1930er Jahre zu verstörenden Aussagen. In Klammern unter anderem die Beständigkeit der Erinnerung 1931, die Geburt der flüssigen Begierden 1932,
Die brennende Giraffe 1936, weiche Konstruktion mit gekochten Bohnen 1936, Klammer zu. Da ließ paranoisch-kritische Methode, zeichnete sich dadurch aus, die aus dem Unbewussten auftauchenden alogischen Visionen in eine Bildsprache von fotografischer Exaktheit und anekdotischem Reichtum zu übertragen. Dalí, der offen das faschistische Regime Francos unterstützte, illustrierte auch Bücher und entwarf Schmuck. Seinen Namen ließ er bedenkenlos vermarkten. Und haben wir da ein Bild? Nein, von Herrn Dalí haben wir kein Bild. Ja, komisch, trotzdem wird Herr Dalí heute noch in Spanien verehrt und ist ein großer Künstler, obwohl er Herrn Franco unterstützt hat. Wäre in Deutschland unmöglich, ne? Da ist ja schon jeder, der nur seine Arbeit zu der Zeit gemacht hat und nicht irgendwo sabotiert hat, ist ja schon ein Verbrecher in diesem Land. Praktisch so ziemlich 80% der deutschen Bevölkerung von damals sind aus heutiger Sicht unserer zionistisch-bolschewistischen Diktatur Verbrecher. So, weiter geht's. Mal gucken. Dollfuß, habe ich den übersehen? Der kommt jetzt und hier haben wir noch. So, ach doch, hier ist noch Salvador Dali. Das ist so ein komisches Bild. Ich dachte, es wäre eine Frau. Jammer, ein Bild. Hätte ich ihn bald übersehen. Das ist Salvador Dali. Deswegen hatte ich jetzt gerätselt. Habe ich jetzt hier einen übersehen, weil noch zwei Bilder auf der Seite sind. Weiter geht's, wie schon angekündigt, mit Engelbert Dollfuß. Österreichischer Bundeskanzler in Klammer 1932 bis 1934, Klammer zu. Geboren am 4. Oktober 1892 in Texing, heute zu Texingtal, Klammer zu. Gestorben am 25. Juli 1934 in Wien. Der Christsozialist versuchte, die Unabhängigkeit Österreichs zu bewahren, indem er einen an das faschistische Italien angelehnten christlichen Ständestaat mit autoritärer Führung errichtete. Dollfuß löste das Parlament auf, verbot bis auf die ihn stützende Vaterländische Front die Parteien sowie den Republikanischen Schutzbund und regierte mit Notverordnungen. Im Februar 1934 ließ er einen Aufstand von Sozialdemokraten und Kommunisten in Wien blutig niederschlagen und proklamierte im Mai 1934 eine austrofaschistische Ständeverfassung. Bei einem Putschversuch der von ihm verbotenen Nationalsozialistischen Partei wurde Dollfuß ermordet. Und da haben wir ein Bild vom Herrn Engelbert Dollfuß. Ja, komischerweise war er auch faschistisch und was weiß ich alles. Aber ja, macht nichts. Er hat eine Diktatur aufgebaut. Diktaturen sind bei Bolschewisten und Zionisten immer willkommen, wenn sie ihren Zielen dienen. Dann ist eine Diktatur nichts Schlimmes. Weiter geht's mit Karl Dönitz, deutscher Admiral und Reichspräsident. In Klammern 1945, Klammer zu. Geboren am 16. September 1891 in Grünau, in Klammern heute zu Berlin, Klammer zu. Gestorben am 24. Dezember 1980 in Aumühle bei Hamburg. Der überzeugte Nationalsozialist erhielt 1936 den Oberbefehl über die Kriegsmarine. In der Atlantikschlacht des Zweiten Weltkriegs setzte Dönitz den konzentrierten Einsatz der U-Boote durch. Von Hitler testamentarisch zu seinem Nachfolger als Reichspräsident berufen, bildete Dönitz Anfang Mai 1945 eine geschäftsführende Reichsregierung. Sein Ziel bestand darin, die unvermeidliche Kapitulation zunächst nur gegenüber den Westalliierten und schrittweise zu vollziehen, um möglichst vielen deutschen Soldaten und Zivilisten die Flucht aus dem Osten vor der Roten Armee zu ermöglichen. Am 8. Mai 1945 unterzeichnete Dönitz die Gesamtkapitulation. Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wurde er 1946 zu 10 Jahren Haft verurteilt, die er in Berlin verbüßte.
Und haben wir da ein Bild vom Herrn Dönitz? Leider ist da kein Bild drin. Weiter geht's mit Robert Anthony Eden, britischer konservativer Politiker. Geboren am 12. Juli 1897 in Windlestone Hall, Schrägstrich Durham, Klammer zu. Gestorben am 14. Januar 1977 bei Salisbury, Wiltshire. Eden war Außenminister von 1935 bis 1938. Während des Zweiten Weltkriegs von 1940 bis 1945 und erneut von 1951 bis 1954. Von 1955 bis 1957 war er Premierminister. Mit seinem Namen verbunden sind die Eden-Pläne zum Zusammenschluss des Westens 1952 und zur Wiedervereinigung Deutschlands auf der Grundlage freier Wahlen und der Ausarbeitung einer Verfassung 1954. So, mal gucken. Robert Anthony Eden. Da ist der Mann. Da kommen wir ja noch auf diese Nachkriegszeit. Wir haben also noch einiges davon im nächsten Band erfahren. Weiter geht's mit Eduard dem Achten, König von Großbritannien und Nordirland im Jahre 1936, Klammer zu. Geboren am 23. Juni 1894 in White Lodge, in Klammern heute zu London, Klammer zu. Gestorben am 28. Mai 1872 in Paris. Trotz allgemeiner Beliebtheit verzichtete Eduard der Achte im Dezember 1936 auf den Thron, als Regierung, Parlament und Kirche seine Ehe mit der zweimal geschiedenen US-Amerikanerin Wallis Simpson missbilligten. Nach seiner Eheschließung lebte er als Herzog von Windsor, in Klammern ab 1937, Klammer zu, in Frankreich. 1940 bis 1945 amtierte er als Gouverneur der Bahamas. Auf den Thron folgte ihm sein Bruder Georg der Sechste. Und da haben wir noch ein Bild, glaube ich. Ja, da oben ist er. Eduard der Achte. Was hier leider in dem kurzen Abriss nicht drin steht. Wir wissen ja, warum man ihn aufgrund dieses Vorwandes unbedingt zum Rücktritt, ja, bewegte, weil er kein Deutschenhasser war, wie sein Bruder, der dann alles tat, um die Hetze gegen Deutschland, das neue Deutschland, auf die Spitze zu treiben. Wie ich schon damals sagte, als es um das Thema ging, hätte der Eduard der Sechste genau dasselbe getan und auch so eine Amerikanerin heiraten wollen, oder hätten sie garantiert keine Kampagne gegen ihn gemacht, sondern von der neuen modernen Frau gesprochen und bla bla bla. Wir kennen das ja heute. Immer wenn es ins Bild passt, ist das, was bei anderen ganz böse ist und gegen die Regeln, ist das dann modern und die neue Zeit. Ne? Ja, kennen wir genügend aus diesem merkwürdigen britischen Königshaus. Weiter geht's mit William Faulkner, US-amerikanischer Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger. Jetzt kitzelt es mir in der Nase. Ich gehe mal kurz aus dem Bild. Geht's wieder? Kriege ich schon noch Geld oder so? Hast du immer, gell? US-amerikanischer Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger 1949. Geboren am 25. September 1897 in New Albany in Mississippi. Gestorben am 6. Juli 1862 in Oxford, ebenfalls Mississippi. Faulkners erste literarische Versuche mit Filmskripten, Gedichten, Heimkehrer- und Künstlerromanen hatten keinen Erfolg, bis er 1929 mit dem Familienroman Sartoris und 1931 mit der Schilderung von Psychopathen in dem Roman Freistadt bekannt wurde. Seine von der heimatlichen Landschaft und Kultur geprägten realistischen Romane beschreiben oft humorvoll den Untergang der noblen Farmerwelt im nordamerikanischen Bürgerkrieg,
wobei sich Faulkner der Technik der unmittelbaren Wiedergabe der Bewusstseinsströme bediente. Weitere Romane: Licht im August 1932, Absalom Absalom 1936 und Requiem für eine Nonne 1951. Mal schauen, ob wir da ein Bild haben von dem Herrn. Da ist er, William Faulkner. Da ist der Herr. Ja, heute wird es wieder etwas länger, wie es immer bei den Biografien der Fall ist. Aber ich möchte das nicht auf vier Teile ausdehnen, sondern auf drei kommen. Dann haben wir Ella Fitzgerald, US-amerikanische Jazzsängerin, geboren am 25. April 1918 in Newport News in Virginia, gestorben am 15. Juni 1996 in Beverly Hills, Kalifornien. Die First Lady of Jazz wurde 1934 bei einem Wettbewerb von Amateursängern in Harlem entdeckt. Fitzgerald arbeitete mit mehreren Jazzgrößen zusammen und avancierte seit den 1940er Jahren zu einer Ausnahmesängerin. Mit ihrer Interpretation in Lady Be Good und How High the Moon, die sie als große Bebop-Interpretin auswiesen, setzte sie Maßstäbe in der Kommunikation zwischen Sängerin und Instrumentalsolisten. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie in ihren letzten Lebensjahren nicht mehr auftreten. Und da haben wir ein Bild von Ella Fitzgerald. Weiter geht's mit Francisco Franco Bahamonde, spanischer General und Diktator 1936 bis 1975. Geboren am 4. Dezember 1892 in El Ferrol, gestorben am 20. November 1975 in Madrid. Franco organisierte im Sommer 1936 die Erhebung rechtsgerichteter Teile der Armee gegen die Volksfrontregierung und ging aus dem bis 1939 dauernden spanischen Bürgerkrieg gegen Republikaner, Sozialisten und Kommunisten als Sieger hervor. Seit 1936 als Caudillo Oberbefehlshaber der nationalen Streitkräfte sowie ab 1937 Chef der Staatspartei Falange bildete er 1938 eine faschistische Regierung, an deren Spitze er bis 1975 stand. Nach inneren Unruhen liberalisierte Franco nach 1965 das autoritäre Regime. Der Wirtschaftsaufschwung des Landes war unverkennbar. Die soziale Entwicklung konnte aber nicht Schritt halten. Außenpolitisch führte er Spanien durch Stützpunktabkommen mit den USA aus der Isolation heraus, in die es 1945 geraten war. Da haben wir es wieder. Wenn die USA ihre Macht ausbreiten will, die Zionisten aus Washington, dann tun sie auch mit den bösen, bösen Faschisten zusammenarbeiten. Ne? Ist egal. Ne? Die sind immer gut, solange wie sie den USA dienen. Sobald sie sagen, wir wollen unsere eigenen Interessen vertreten, wir wollen nicht mehr Vasall der zionistischen geleiteten, durch der AIPAC geleiteten Regierung in Washington sein, dann sind es auf einmal die bösen Tyrannen, die weg müssen. Wir haben noch viele Beispiele in den kommenden 74 Jahren, oder das Buch geht ja nur bis 2008, dann sind es nur 58, 63 Jahre erleben, wie schnell da ein guter, verbündeter und liberaler blablabla bla bla, auf einmal zu einem bösen Feind wird. Weiter geht's mit Anne Frank, in Klammern eigentlich Annelies Marie Frank, Klammer zu, Opfer der Judenverfolgung, gestorben am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main, gestorben im März 1945, KZ Bergen-Belsen. Die Tochter eines 1933 in die Niederlande emigrierten Bankiers versteckte sich mit ihrer Familie nach dem Einmarsch der Deutschen in einem Amsterdamer Hinterhaus. Vom 14. Juni 1942 bis zum 1. August 1944 schrieb Anne Frank ein Tagebuch, in dem sie in Form fiktiver Briefe an Kitty das äußere Geschehen schilderte
und in kindlicher Offenheit ihre Gefühle mitteilte. Sie wurde entdeckt und in das KZ Bergen-Belsen deportiert. Ihr Vater, der einzige Überlebende der Familie, veröffentlichte 1946 ihr Tagebuch. 1950 erschien es auf Deutsch. Und da haben wir die Dame, Anne Frank. Na, ja, da haben wir schon einiges, wo es um das Thema ging, dazu gesagt. Weiteres erübrigt sich. Ist immer interessant, dass diese Seite, und da sehen wir auch wieder in ihrer Umweltkatastrophen-Macke, Kinder für ihre Propaganda missbrauchen müssen. Wo die Fakten nicht mehr ziehen, muss man auf die emotionale Ebene überschwenken. Und das funktioniert wie immer am besten mit Kindern. Weiter geht's mit Clemens August Graf von Galen, deutscher Bischof 1933 bis 1946. Geboren am 16. März 1878 in Burg Dinklage, gestorben am 22. März 1946 in Münster. Symbolfigur des katholischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Der volkstümliche Bischof von Münster kritisierte vor allem in den Jahren 1934, in Klammern Hirtenbrief, Geleitwort, Klammer zu, und 1937, in Klammern päpstliches Rundschreiben, Klammer zu, sowie mit Predigten im Sommer 1941 die Kirchenpolitik und Rassenlehre der Nationalsozialisten. Der Löwe von Münster kämpfte zum Teil erfolgreich gegen das nationalsozialistische Mordprogramm zur Vernichtung lebensunwerten Lebens. Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs setzte Galen sich für eine gerechte Behandlung von Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung ein. Kurz vor Galens Tod ernannte ihn Papst Pius XII. Zum Kardinal. Und da haben wir diesen Herrn, haben wir nicht, hatte ich bei Beaumonte gezeigt. Francisco Franco Beaumonte, den habe ich gerade vergessen. Holen wir damit noch nach. Von Herrn Galen haben wir kein Foto drin. Das ist also der Herr Franco, nicht Beaumonte, nicht Galen. So, zwei haben wir noch, dann sind wir durch für heute. Jean Giraudoux, französischer Dramatiker und Romancier, geboren am 29. Oktober 1882 in Bellac-Haute-Vienne, Klammer zu, gestorben am 31. Januar 1944 in Paris. Als Dramatiker wurde Giraudoux schon bekannt während seiner Tätigkeiten als Diplomat in Russland und im Orient, als Generalinspekteur der französischen Auslandsvertretungen und als Propagandaminister zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Wunderbar, was war er? Romancier, der Propagandaminister der Franzosen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. In idealistischer Manier verband der klassizistisch-humanistische und spätromantische Ideen zu einer neuen dramatischen Form, die skeptisch und zugleich ironisch-politische oder menschliche Probleme aufgreift, oft in antikisierender Verkleidung. Dazu Amphitryon 38, 1929, Judith 1931, Intermezzo 1933, Der Trojanische Krieg findet nicht statt 1935, Elektra 1937, Impromptu 1937, Undine 1939, Sodom und Gomorra 1943, Die Irre von Chaillot 1945. Darüber hinaus verfasste er die Romane Suzanne und Der Pazifik 1921, Siegfried oder die zwei Leben des Jacques Forestier 1922, Eglantine 1927, Die Abenteuer des Jérôme Bardini 1930 und Kampf mit dem Engel 1934. Und haben wir da ein Bild? Haben wir Jean Giraudoux. Da haben wir den Herrn.
Und heute als Abschluss, und da ist es so, wie es meistens bei diesen Biografie-Videos ist, wir kommen über 50 Minuten, Paul Josef Goebbels, deutscher Politiker, geboren am 29. Oktober 1897 in Reit, in Klammern heute zu Mönchengladbach, Klammer zu, gestorben am 1. Mai 1945 in Berlin. Einer der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes. Nach seiner Promotion in Germanistik schloss sich Goebbels 1925 der NSDAP an und wurde 1926 Gauleiter von Berlin. Seit 1928 war er Mitglied des Reichstages und seit April 1930 Reichspropagandaleiter der NSDAP. 1933 wurde Goebbels Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda sowie Präsident der Reichskulturkammer. Durch rigorose Sprachregelung lenkte er die öffentliche Meinung, organisierte den Führerkult um Hitler und erhob den Antisemitismus zur Staatsdoktrin. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde er Generalbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz. Goebbels nahm sich 1945, wenige Stunden nach Hitler, mit seiner Frau und den 6 Kindern das Leben. Und da haben wir den Paul Josef Goebbels nochmal. Ich denke mal, das ist das Bild aus der Rede im Berliner Sportpalast. So, das war's für heute. Wie gesagt, diese Biografien, die sind halt etwas umfangreicher. Ich habe jetzt so fast, es waren sogar jetzt schon fast 4, ne, sind keine 4 Doppelseiten, 3 Doppelseiten, also 6 Seiten plus nochmal fast eine ganze Seite, damit wir Stück für Stück, weil sonst 10 Doppelseiten wären und nicht auf 4 Videos kommen würde, damit wir das mit 3 durchkriegen und dann mit dem neuen Band loslegen können. Ich will es deswegen heute auch gar nicht mehr lange machen. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Informationen wieder dazu bekommen und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos und verbleibe wie immer mit haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao ciao, euer Egon.